Hallo Leute, herzlich willkommen zum großen GTA-Finale. Dieses verdammte Spiel. Ja, eigentlich sollte gestern das Finale kommen. Ihr wisst nicht, was hier los ist, Digga. Ihr wisst es einfach nicht. Ich muss, damit wir irgendwie ins Finale kommen, musste ich Geld anschaffen wie so eine am Bahnhof. Bruder, wir haben jetzt oben $230.000 stehen und ich bin auf 180, weil ich hier locker, ungelogen, ich glaube 3 Stunden oder 2 Stunden einfach dran saß, um hier in diesem verdammten Spiel Geld zu sammeln wie eine. Ja? Ich bin so auf 180, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich musste die ganze Zeit einmal zum Malibu Club, da das Geld einsammeln. Dann habe ich den Strip Club gekauft, musste da Geld sammeln. Dann musste ich wie so ein Eisverkäufer Eis verteilen, damit Leute das kaufen. Dann die ganze Zeit diese Musik in meinem Kopf, dieses. Die ganze Zeit diese Melodie ist jetzt immer noch in meinem Kopf. Dann musste ich. Ey Bruder, ich habe auf einmal angefangen, Taxi-Missionen zu machen. Ich habe Polizeimissionen gemacht. Ich bin Feuerwehrmann geworden. Bruder, ich bin wie Johnny Sins gewesen. Ich habe 1000 Jobs auf einmal gehabt. Auf einmal war ich Arzt bei GTA. Bruder, und jetzt haben wir hoffentlich genug Geld, denn wir müssten noch irgendwie eine Druckerei kaufen, ein Filmstudio, eine Bootswerft, einen Schwanz müssen wir kaufen, ein Dildo. Bruder, ich bin so auf 180. Digga, wie konnte ich das damals machen? Es gibt auch nicht mal einen Geldcheat. Ich schwöre auf alles. Wenn es einen Cheat gegeben hätte, $200.000 sofort auf ihr Konto. Ja, rack hätte ich den angegeben, Alter. Bruder, so eine Katastrophe. Ich schwöre auf alles, ne? Also dieses Spiel, wie kann man denn so drauf sein? Ja, und jetzt müssen wir hier suchen und den Rest kaufen, Leute. Wir können sehen auf der Karte, ich habe bisher hier, ich glaube, wir brauchen 6 oder sowas. Ich habe den Strip Club gekauft, ich habe Malibu Club gekauft, ich habe Taxi gekauft und die Eisfabrik. 4 Stück, also 2 Stück fehlen uns hier irgendwie noch. Und es ist wieder hier dieses P am Leuchten, aber das ist keine Mission. Die einzigen Nebenmissionen, die es noch gerade gibt, sind diese komischen Telefonmissionen. Von denen habe ich auch eine gemacht. Hätte ich euch zeigen können, aber war langweilig, Digga. Da muss ich einfach jemanden mit daherfahren und den abballern. Wow, beste Mission. Ich bin auf 180, wir kaufen uns jetzt die anderen Sachen. Diese Druckerei, Bootswerft, Filmstudio, Autohaus. Ich habe ausgerechnet, man braucht ungefähr $200.000 dafür. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Geld ganz schnell hätte bekommen können, Digga. Es fuckt mich einfach nur noch ab, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt rein, Leute. Mit dem Finale, mit dem Superfinale. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Aber Bruder, ey, einfach 3 Stunden sitze ich hier, Alter. In der Zeit hätte ich noch streamen können. Fuckt mich dieses Game ab, Alter, ehrlich. Ja, und wo wir jetzt schon einmal hier sind, Freunde, hä? Ich zeig's euch mal, welche Melodie ich mir die ganze Zeit anhören dürfte. Moment, hört mal jetzt hin. Genau, hört jetzt hin. Komm, wollt ihr ein Eis kaufen während eurer Ballerei? So ein Dreck, Bruder. Ich schwör, ich könnte wieder ausrasten. Diese Scheiße, Alter. Ja, Bruder, so sah das gerade aus, wenn ein Kanake Stress hat, Alter. Ruft er eine ganze Familie. Cousin 4. Grades kommt auch noch. So, hier ist auf jeden Fall schon mal diese Druckerei. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch Missionen gibt. Wir kaufen jetzt erstmal diese ganzen Läden. Guck mal, wie viel die Scheiße kostet. $70.000 Druckerei gekauft. Ich habe gehört, es soll dann irgendwie ein Anruf kommen und dann geht's mit der Story weiter. Ich weiß ja nicht, ob dieses Dollarzeichen, ob das eine Mission ist, die man machen muss. Aber ich kaufe jetzt erstmal die ganzen Scheißorte auf. Und dann gucken wir mal, ob es da irgendwo noch Missionen gibt, die wir machen müssen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Digga. Ich bin so auf Hasskick gerade. You never raised me! Digga, ich schwöre, dieser Satz ist mir so im Kopf geblieben von dieser kleinen Catalina aus GTA San Andreas, wie die das da die ganze Zeit geschrien hat. Oder wisst ihr noch, der Lance in der einen Story, Mission, wo wir abgekackt sind. You move! Junge, wie der da immer rumgeschrien hat, Alter. Dieser Satz, ich schwöre, die haben die Sätze extra gemacht. Die haben das mit Psychologen gemacht, damit das im Kopf hängen bleibt. Die Scheiße, Alter. Wirklich Wahnsinn. Sind wir hier irgendwo bei der Schwanzwerft? Bei der Bootswerft? Kostet auch nochmal 10.000 auf Nacken. Hier, Sibi, Alter, die Bootswerft. Aha. Hallo. So, Bootswerft auch abgehakt. Put it out. There's a dude here. Hey, Suit Dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull.
She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, suit dude. You got a light? Dude. Aber eine Sache muss man sagen, also hier bei GTA, hier machen die das schlau. Also der investiert seine Kohle und bekommt dadurch Geld. Das ist das Beste, was du machen kannst. Einfach investieren und dann arbeitet das Geld für dich und du machst damit dick plus. Hier ist ein Anker am Start. Ist das hier auch eine Mission? Ne, wir können hier nur speichern. Komm, wir speichern einfach mal zwischendurch. Bruder, ich bin so auf 180. Also hier können wir nicht mal eine Mission machen. Okay, wir haben schon den nächsten Ort gekauft. Vielleicht kommt doch gleich mit Glück irgendein Anruf, Bruder. Ich warte auf diesen Anruf, ey. Ja, der Anruf kommt jetzt aber erstmal aus Hollywood, denn wir müssen jetzt das Filmstudio kaufen. Und das Filmstudio ist irgendwo hier oben. Da müssen wir jetzt nochmal hinfahren, Sibi lecken und dann geht's weiter. Aber Leute, auf dem Weg liegt, glaube ich, noch das Autohaus. Das können wir uns jetzt auch noch kaufen. Boah, ich fühle mich gerade so erleichtert, ne, diese ganzen Dinger zu kaufen und so. Das tut gerade so gut. Aber ich hoffe, ihr könnt meine Zweifel verstehen, Leute. Ich weiß, es hätte bestimmt nur irgendwelche Tricks gegeben, es schneller und einfacher zu machen. Ihr habt mir auch irgendwas geschrieben mit Parkhaus, dann gibt's da Autorennen und so. Boah, Bruder, aber ich habe gar keinen Nerv gehabt. Ich war so auf 180, Digga. Ich wollte einfach weiter zocken, Bruder. Da muss ich hier 1000 Sachen erledigen. Hier irgendwie auch. Hier unten soll es auch Missionen geben. Da so eine Tafel oder so eine Scheiße. Irgendeine scheiß Tafel soll hier sein. Irgendeine Tafel. Hier ist die Karte. Irgendeine Tafel, wo drauf steht, welche Autos man besorgen muss oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht kommt das auch erst, wenn man das hier kauft. Aber ist mir scheißegal, Digga. Wir haben jetzt hoffentlich genug Geld am Start, um hier weiterzumachen, Leute. Und das wird das große Finale sein heute. Also ich werde heute bis zum Ende zocken, definitiv. Weil eigentlich ist Folge 10 ein 1-Stunden-Special. Ich hoffe, wir werden eine Stunde irgendwie voll kriegen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, da bin ich auf GTA 3 freut. Ja! Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. Oh, hell no. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. CJ, sag ich schon. Tommy ist so ein Marketing. Guck mal, der hat ein Autohaus, wurde daran beteiligt. Der ist ein Stripclub. Bruder, von überall kommt Geld. Der kann zu Hause liegen und da ist eine Dame, die macht die Pfeffermühle. So ganz einfach. So funktioniert das bei dem. Er macht schlau, Digga. Das nennt man Business. Wirklich sehr schlau. Wir sollten uns alle ein Beispiel nehmen an Tommy Vercetti. Also nicht mit seinen Geschäften, die er macht, sondern dass man sein Geld sinnvoll investieren sollte, damit aus einem Euro vielleicht auch mal 10 Euro werden, ne? Ja, okay, Leute, wir fahren jetzt weiter und kaufen uns das Filmstudio. Also die Folge kann man heute echt nennen, ich bin Johnny Sins, Digga. Wir sind einfach alles geworden. Wir sind Drucker geworden. Wir sind Eisverkäufer geworden. Wir sind Polizist geworden. Wir sind Arzt geworden. Wir sind Busfahrer geworden. Also jeden Job, der einzige, den ich kenne, der sowas macht, der alle Jobs ausfüllen kann und einfach ein Genie ist, ist Johnny Sins, ja? Und da ist was am Hängen, Leute. Mit, ohne Adern sogar, ohne Adern. Wahnsinn. Okay, wir fahren jetzt hier zum Filmstudio und dann müssen wir, glaube ich, an diesen ganzen Orten die Missionen noch machen. Und die einzige Mission, die jetzt gerade für mich aufgefallen ist, war bei der Druckerei. Weil da war dieses grüne Dollarzeichen und ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen müssen. Ansonsten kann es sein, dass bei dem Filmstudio da noch irgendwas sein muss, dass wir da noch ein Filmchen drehen müssen, wenn ihr versteht, was ich meine als Johnny Sins. Passt ja perfekt, die Folge. Wir müssen ein kleines Filmchen drehen. Oh mein Gott, das ist so big! Ja, kennt ihr doch hier den Ammunition Shop? Die Folge, wo dieser Schwanz einfach gestorben ist, Digga. Wo du Schwanz einfach gestorben bist. Du kleiner Wichser. Du kleiner, was ist das? Punkt 357. Warte mal. Ich werf alles, ich krieg erstmal ein paar. Jetzt. Kleiner Schwanz, Alter, hä? Kleiner Wichser, stritt dir in die Eier. Hier ist mir scheißegal, Alter. Ja? Du bist gestorben. Obwohl hier Panzerglas ist, du Vogel, Alter. Krieg ich direkt wieder Aggression in der letzten Folge. Zu Hollywood. Oh mein Gott, wir sind im Filmstudio. Was kostet die Scheiße? Oder auch 60.000 Tacken, Alter. Und wir haben jetzt gerade 100.000. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen nicht noch irgendwas kaufen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir aufgeschrieben, Filmstudio, Autohaus und die anderen Sachen. Okay. Ey, mein Gott, man kann wirklich ein Porno drehen da hinten. Okay, warte mal, wir speichern mal hier, damit wir volles Leben haben. Okay, dann fangen wir noch direkt hier an, weil ich glaube,
Also ihr meintet, ich muss die Missionen an den jeweiligen Orten auch erledigen. Ja? Boah, guckt euch mal diese Filmsets an. Die Titanic! Jack, ich fliege! Jack! Junge, Alter. Ich krieg die Krise, ja. Dann drehen wir mal hier ein Pörnchen, ne? Jetzt heißt die Mission. Oh, alle meine Pferdchen. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Ey, ich schwör auf meine Mutter, ich fasse es nicht. Hier wird. Who is this idiot? Why are you in my face? Ey, das kann nicht wahr. Ich schwör auf meine Mutter, ich wusste das nicht. Wirklich, brech mir beide Hände, wenn ich das vorher wusste. Es war Schicksal. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. 30 Zentimeter. Ey. Security! Look, you pompous asshole. Ich fass es nicht. Ich schwör auf alles, ich bin gerade sprachlos, ne? Ich sag vorhin noch, it's so big und sie sagt das gerade. Das kann nicht wahr sein. Ich schwör auf alles, ihr lacht euch gerade ein zu Hause safe kaputt. Ich schwöre auf meinen Hoden, dass ich das nicht wusste. Ich schwöre auf alles. Ich wusste nicht, dass jetzt hier so eine Mission kommt und da wirklich ein Porno gedreht wird. Und ich rede gerade noch von Johnny Sins und jetzt kommt hier sowas, Digga. Es ist einfach Schicksal. Candy Sachs wäre perfekt für die Hauptrolle. Ja, wisst ihr warum? Deswegen. Candy Sachs. Wahnsinn, Digga. Ey, ich bin sprachlos, Leute. Hier wird wirklich einfach gerade ein Porno gedreht. Bruder, wie kann das sein? Wie, das können keine Zufälle sein. Ich sag nur letztens bei Far Cry, ich fange an zu singen. Bella Ciao, Bella. Und dann singen die wirklich da Bella Ciao. Es ist Schicksal, Digga. Also manche Sachen sind echt vorgeschrieben. Ich sag euch so, wie es ist. Und das ist hier der sogenannte Bang Bus. Das ist der perfekte Bang-Bus, genau wie auch in den Filmchen, ne? Da hinten kannst du reingucken und dann geht da die Post ab. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier heute passiert. Also ich nenne die Folge heute wirklich Johnny Sins Finale. Ist mir scheißegal, Alter. Okay, da ist Candy. Sie scheint wieder mit dem Kongressabgeordneten Shrub zusammen gewesen. Yo, Candy. Hey, Candy! Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? The hell are you doing? Can you believe this asshole? Oh. Es geht jetzt auf Hallo, ey! Nein, ich werde rausgewinnen. Nein. Ey, Digga, Candy. Candy sucks! Candy! Hilf mir, Candy! Oh mein Gott, 80 leben nur noch. Fahr, Bruder. Genau so? Nein, ey, wieso lässt er sich denn direkt rausziehen? Ich habe keine Waffen dabei, Digga. Ich brauch den Lambo. Genau. Nimm den Lambo. Nimm den Lambo und sofort fahren. Fahr los. Nein, fahr doch, Mann! Du Vollidiot! Ey, steig ein. Mein Leben. Genau so. Und jetzt überfahr diese Hunde. Genau so. Ja, genau so. Man braucht keine Waffen. Wofür mal Waffen, hä? Candy sucks. Hey, Candy. Que fasa bonita. Scheiße. Ey, Polizei. Überall. Nein, verpiss dich. Nein! Fahr rückwärts! Was soll ich denn tun jetzt? Wohin? Oh Gott, Alter. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Ach so, da haut jemand ab. Okay, boah, wir haben ein perfektes Auto dafür. Ja, Bruder, ist auch noch eine Immobilie, ne? Wir sagen, gönnen wir uns mal. Was ist das denn hier? Human Kondo kaufen. Kaufe ich mir. Während einer Mission kannst du nicht kaufen. Ja, Bruder, ich wollte jetzt mal ein bisschen flexen mit dem Geld, was wir hier haben, ey. Aber ging nicht. Digga, Candy sucks. Bruder, das ist wirklich ein Johnny Sins Finale. Candy sucks. Wahnsinn, Alter. Okay, komm. Wir fahren jetzt. Boah, das Auto ist richtig geil. Ich habe das früher richtig gefühlt, wo ich GTA gezockt habe. Weil das einfach so einen Antritt hat. Das ist einfach der Theo Walker von San Andreas. Einfach von Y-City. So schnell. Hä, aber sollte ich jetzt Candy gar nicht holen? Oder was war jetzt mein Job, Digga? Ich verstehe das nicht, weil da stand ja nicht. Sammel Candy ein und bring sie zurück. Stell dir vor, da steht jetzt... Ach, da fährt doch jemand. Wir müssen jetzt irgendjemanden umbringen. Oh nein. Ja, super. Und ich habe keine Waffen dabei. Amen, Schachtem. Und jetzt? Oh nein. Schnell überfahr die. Nein. Ey, wie kann der mich denn direkt rausziehen, Alter? Wie kann dieser Hundesohn mich direkt rausziehen, Alter? Meine Tür ist offen. Fahr rückwärts. Schnell. Ja. Ja. Genau so. Überfahr den auch noch. Jawohl. Überfahr den anderen auch noch. Mein Wagen brennt. Hundesohn. Ah! Junge! Was passiert hier? Ich brauch die Waffen. Ich brauch die Waffen. Mach Platz. Gib mir deinen Wagen. Oder was passiert hier schon wieder, Alter? Egal, wir dribbeln, Digga. Wir sind am Dribbeln, Leute. Boah, der hat mich gerade fast überfahren. Habt ihr das gesehen? Und wenn ich das gewusst, wäre ich zum Ammunition Shop. Ich war doch im Ammunition Shop, aber ich habe den Idioten wieder getötet. Da haut jetzt wieder irgendeiner ab, Mann.
Was macht der da, Alter? Dreht der eine Ehrenrunde? Ich meine für die Abkürzung hier. Bleib mal stehen, du Hundesohn. Wie schnell ist der denn? Warte mal. Ey, ich krieg den nicht überholt, Alter. Mein Wagen ist zu langsam. Fahr doch! Ey, Bruder. Ja, jetzt. Ey, ich hab doch auf den geballert, Mann. Der hat doch nur Platte. Der hat nur noch einen Platten. Der hat noch einen Platten. Ja, Polizei, verpisst euch, Alter. Lasst mich in Ruhe jetzt. Wichs ihn weg, genauso. Und jetzt schieß, 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 schieß. Jawohl, Junge, schieß. Jawohl, hält. Geh zurück und hol Candy. Digga, was kommt denn jetzt hier alles auf mich? Kommen jetzt so die ganzen Zuhälter oder was? Verpisst euch. Ab zu Candy. Oh, ho, ho, ho. War das der von vorhin oder was ist das für ein schönes Auto hier auf einmal? Hä? Kommt da? Nein, nein! Ey! Junge, wo kommt der denn auf einmal her? Wo kommt der denn auf einmal her? Verpiss dich, Alter. Nein, jetzt habe ich auch noch 2 Sterne. Steig auch ein, Candy. Ey, Digga, egal. Ich fahre mit Lambo. Scheiß auf den Platten. Steig ein. Ey. Bruder, willst du mich verarschen? Ey, anstatt die direkt einsteigt, ne? Steig ein, bevor Bulle kommt. Nimm Candy mit zu dem Treffen mit Mercedes. Ach, geil. Meine Implantate sind noch nicht versichert. Ach, Wahnsinn, Digga. Wahnsinn, was ich mir hier anhören muss. Jawohl. Ey, wo ich sehe schon, komm, gleich explodiert der Wagen, ne? Dann heul ich aber. Dann heul ich aber. Bitte nicht. Danach kann ich kein Porno mehr machen. Sei leise, Alter. Wo jetzt auch noch Candy und Mercedes, Alter. Wahnsinn. Die zwei im Bangbus. Tschüss. Vorbei. Da ist wirklich vorbei dann. Fahr, fahr, fahr. Nein, Polizei ist immer noch da. Wohin? Wo ist denn Candy? Sag mir nicht, ich jetzt im Donutladen. Die ist auch noch eine Pizza essen. Ich geh kaputt, Digga. Candy? Hey, Mercedes. Hey, hola, chica. Now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Bring die Mädels zum Filmstudio. Oh mein Gott. Und Polizei steht draußen. Ich geh kaputt. Digga, Candy, Alter, was hat die für einen Körper? Einfach, was ist das denn? Einfach Hulk. Ja, super, Polizei ist da. Was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwas machen, Freunde. Irgendwas. Ich brauche ein Auto mit 4 Türen. Genau hier. Steigt ein. Steigt ein. Ja, hallo, steigt ein. Wo ist denn Mercedes? Ey, Bruder, wo ist Mercedes? Wo ist Mercedes? Ist die schon drin? Oder Mercedes ist nicht drin. Ich schwör auf alles. Mercedes ist nicht drin. Hol Mercedes ab. Ja, wo ist die denn? Du dumme Kuh, steig da ein. Ey, willst du mich da? Oh mein Gott, ich muss jetzt alles von neu machen. Alles, die ganze Mission. Die ganze Mission wegen dieser von Mercedes, Alter. Ey, alles von neu. Hier, kriegt ihr nochmal 30 cm. Ja. Ja, hier. 12 Inches, ja. Ja. Ah, unglaublich, Digga, wirklich, Alter. Echt, Digga. Alles von neu, Digga. Ey, weil diese Mercedes... Dieser Mercedes nicht eingestiegen ist, Digga. Nächstes Mal hol ich BMW ab, Alter. Guck mal, er steigt nicht ein. Er steigt nicht in den Wagen ein. Dieser dumme Hundesohn von Biverschwanzi, Alter. Ey, ich werde jetzt so zum Ammunition Shop auf dem Weg gehen und werde denen so die Birne zuballern. Oh mein Gott, er ist so groß. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir erstmal einen guten Ausblick. Aber guck mal, was wir Schönes in der Waffe haben. Ja, kommt alle her, ihr Schweine, Alter. Hier, sofort. Du Hund, Alter. Hier. Hä? Gefällt euch, oder? So, jetzt müssen wir hier den Wagen jagen. Okay. Ah, ich soll nur auf die Polizei aufpassen. Wir haben nur noch 86. Scheiße, ich hätte mir auch Panzerrüstung holen sollen. Ey, fuck. Nicht einmal Ammunition Shop. Einfach verchecken. So, guck mal. So geht das doch ganz easy, Alter. Ganz easy. So. Den überfahren wir. Ach, du willst... Bruder, ich glaub das jetzt nicht. Ich glaub das jetzt nicht, Bruder. Ich glaub es nicht, Digga. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Digga, dieser Ausblick. Ich krieg noch Trauma davon. Ich krieg Johnny Sins Trauma. Ich träume heute Nacht von dem. So, hier. Haben wir die wieder alle geholt? So, und jetzt hol ich mir diesen einen Schwanz da. Ist mir scheißegal, ey. Digga, Alter, ist am Fuß. Geht das schon wieder los? Freunde, ihr habt geschrieben, macht ihr das Finale im Hawaii-Hemd? Was für ein Hawaii-Hemd, Bruder? Ich hab kein Hawaii-Hemd hier bei mir. Amena. Ey, er schießt einfach nicht, dieser dumme Vollidiot, Alter. Ach, geil, Alter. Schieß.
Ey, der verdammte Taxifahrer, du Wichser! Ey! Schieß die doch ab, schieß bitte, schieß bitte, schieß bitte, schieß, ja! Ja, ja, genau so. Central One, Central Downtown! Ey, jetzt muss ich mir auch diesen Schwanz holen, jetzt haut der da ab, Alter. Wie schnell fährt der denn? Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Ey, Bruder, ich krieg hier echt die Krise. Ich sag euch, so wie es ist, ich krieg die Krise, Alter. Das kann... Ey, immer beim Finale passiert nochmal extra viel Scheiße. So, gib Gummi jetzt. 48 Leben wieder. Ach, geil. Ja, ich seh schon. Komm, ich knall gleich irgendwo. Ja. Ja, geil, schon wieder. Ey. Boah, hab ich den Headshot gegeben. Jawohl. Guck mal, wie der die ganze Zeit stehen bleibt und neue Schwänze rauslässt. Ja, jetzt hast du verkackt. Jetzt hast du verkackt, mein Lieber. Ey. Ja, jetzt schieß. Geh zurück und hol Candy. Bruder, was passiert hier, Alter? Ich habe auch noch zwei. Nein, wieder zwei Sterne. Nein. Nein, zwei Sterne. Oh, aber warte mal. Hier gibt es doch irgendwie einen Bullenstern, oder? Warte mal, hier in dieser Abkürzung gibt es den Bullenstern. 100%. Ja, den habe ich doch die ganze Zeit gesehen. Let's go. Okay, einer ist keiner. Ein Stern ist kein Stern. Digga, warum jagen die mich trotzdem noch so extrem? Bei einem Stern. Jetzt müssen wir auch noch Mercedes gleich abholen. Ach, geil. Ah, bremst doch. Mit deinem scheiß Hawaii-Hemd, Alter. Ja, komm mal, let's go. Steig hinten drauf mit deinem fetten Arsch, Alter. Ja, wir haben wenigstens einen guten Ausblick. Dann müssen wir auch noch mit Candy mit zu einem Treffen mit Mercedes. Bis gleich, Leute. Ey, Polizei ist weg. Super. Super, Polizei ist weg. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Nichts. Yes, du bist ange... Bring die Mädels ins Filmstudio zurück. Ja, guck mal, kein Stress, alles easy. Gar kein Problem, hier steht sogar ein Viertürer bereit. Ja, und Mercedes ist auf einmal auch direkt da und vorhin war sie noch im Laden. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, endlich, Digga, endlich, Freunde. Wir sind da, Freunde. Let's go, Alter. Ja, klar. Was für later? Nutzt das doch... Ey, wie kann man so blöd sein? Genau diese Situation muss man ausnutzen. In dem Moment. Genau das sind die Situationen, wo du dann mitgehen musst. Ehrlich. Cooler. Cool Shark. Ach, geil, Digga. Sag mir nicht, jetzt gibt's hier noch eine Mission. Ach, war das jetzt die einzige Mission? Ne, es gibt noch eine weitere Mission im Filmstudio. Ich weiß nicht mal, ob wir die machen müssen, ey. Ich weiß nicht mal, ob wir die machen müssen. Der Dildo-Jet. Ey, Bruder, ich geh kaputt, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Der Dildo-Jet. How's filming going, Steve? Well... Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a das halbe Team durch, Alter. Anyway, hey, Kameramann müsste man da sein. Boat scenes. The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What I say about the giant shark? I said no. Kein Riesenhai. Giant shark, all right? Ich feier die Mission. Oder der Dildo-Jet. Oder ich geh kaputt. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginable. Don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Oh Gott, Digga. Aber zu geil. Hey, Candy, in my trailer. Ach, geil, Alter. Auch wenn das am Ende Nebenmission sein sollte, scheiß drauf, Digga. Steht ein Wasserflugzeug... Dass man als Requisit für einen Indie-Film... Indie. Und wie komme ich da jetzt hin? Achso, hier ist ein Durchgang. Junge, ist das hier verschachtelt alles. Das Wasserflug... Nein! Ey! Boah, ey! Junge, ich dachte schon, ich verrecke. Okay, was soll man machen? Tankinhalt. Suche dir einen Jackpot aus, um den Wurf, den Flyer zu beginnen. Ach Gott, Digga. Wirft der jetzt Dildos runter, oder was? Was ist das denn jetzt für eine Kacke hier, Alter? Warte mal, wir gucken. Tankinhalt. Okay, was soll ich jetzt machen? Wie werfe ich denn? Wie werfe ich denn? Muss ich einfach nur durchfliegen? Ah! Oder was macht der da? Junge! Was wirft der da runter, Alter? Ach du Scheiße. Und jetzt? Oh Gott, wir müssen aufpassen, Digga. Aber es lässt sich gut steuern. Lässt sich super steuern. Oha, ich muss jetzt alle durchgehen. Ja, geil, Digga. Ja, das ist eine Drecksmission. Das ist wirklich in Abstand eine Drecksmission. Egal, wir machen die eben, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn was passiert, melde ich mich. Weil sonst, Digga, ist es Zeitverschwendung. Wollt mir jetzt hier gucken, wie ich hier Pornozeitschriften auswerfe oder was? Das macht auf jeden Fall Sinn, diese Dinger ins Wasser zu schmeißen, diese Pornozeitschriften. Das macht richtig viel Sinn, Bruder. Ah, Mission erfüllt. Let's go.
Wir haben es geschafft. Ey! Junge, Junge, Junge. Wir gehen nochmal zurück zum Filmstudio, ob da noch Missionen sind. Ansonsten gehen wir jetzt mal zur Druckerei. Ne? Da haben wir nämlich auch noch ein paar Missionen. Also ich nehme gerade schon 55 Minuten auf. Ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt bis gerade geht. Aber das ist echt der Wahnsinn, was hier passiert. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Warte mal, ich muss mir dieses Flugzeug, diesen Ort hier merken. Dieses Flugzeug muss ich mir merken. Das ist super. Bremsen, bremsen, bremsen. Ja, wir haben noch eine weitere Mission hier. Anruf. Warte mal. Finale? Tommy. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my cut? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Okay. Oder was geht denn mit dem ab, Alter? Komm, noch eine Filmstudio-Mission. Diese Missionen hier sind zu geil. Ein Mann namens Martha. Aha, Doggy. Ja, da geht's Doggy ab. Okay, what's the problem then? Ach du Scheiße. After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, Digga. Just keep going, keep going. Digga, ich hab das Spiel mit 11 gespielt. Was musste ich da gedacht haben damals? Richtig verstörend. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritans. Junge, die Candy, Alter, die übertreibt's mal wieder. To restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment. Ich kann nicht mehr, Digga. Was passiert hier? Also sowas kann nur bei GTA passieren, ne? Candy, you know Shrub. You guys get up to anything kinky? Okay. Vielleicht hatte ich das noch von damals im Kopf und habe deshalb drüber geredet. Ich weiß es nicht mehr. Yes. 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 Guck mal den Blick. Guck mal den Blick. Es reicht doch jetzt. Was that part of the, was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she leads. Hallo, wir wollen doch jetzt alles hier sehen. Wir verpassen alles. Yeah, get him a camera. Bruder, es ist da echt der Wahnsinn, was hier abgeht, Alter. Was soll ich machen, um eine Kamera zu benutzen? Hola, que fasa bonita. Was soll ich da machen? Hä? Was soll ich machen? Vom Gesicht oder was? Folge Candy Stretch Limo. Okay, und weißt du, was ist... Was ist hier hinten? Ach du Scheiße, Digga. Im Sparrow hinter dem Haus. Ah, ist Captain Jack Sparrow. Ach du Scheiße, Digga. Ach so. Ach geil, Digga. Was ist das denn für ein... Das ist wirklich ein Dildo-Flugzeug. Und jetzt soll ich der Limo folgen. Okay, Leute. Naja, bis gleich. Wir sind angekommen. Aha, zum Malibu Club, ne? Die geht jetzt nochmal ordentlich Party machen, ey. Digga, ist das für ein Flugzeug? Da hab ich das gesehen? Bruder. Ach, geil, was geht denn hier ab? Wer ist das denn nochmal? Hey. Ist das der eine vom... Ja, einfach Elvis Schmalzlocke, der Typ. Guck mal, das Wasser. Candy, could you call me Martha? Ach. Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Ach, du Scheiße. Martha. Einfach Martha, was? Du brauchst drei gute bestellende Fotos von Alex Shrub mit Candy. Das Very Carriot Hotel gegenüber... Dürfte eine ideale Position sein. Ja, wo denn? Auf dem, muss ich jetzt hier hoch oder was? Hä, hey, oder was wollen die von mir? Ich check's gerade nicht. Ich steh's weiter runter. Vielleicht muss ich hier unten an die Türe oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich steige jetzt hier aus. Und jetzt? Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn jetzt hin, Digga? Jetzt ist der Fall nach oben. Kann man da rein? Ich glaube nicht, dass man da rein kann, oder? In das Hotel. Egal, ich geh jetzt einfach mal hier aufs Dach. So, er zeigt mir ja Pfeil nach oben an. Ja, die Höhe zeigt er mir an. Und jetzt zeigt er mir wieder runter, Digga. Alter, der brennt. Das brennt. Warum brennt das? Ey! Warum brennt die Scheiße? Ey, Bruder, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin diesem Scheiß... Ey, ich bin da 5 Minuten hinterher gefahren mit der Kacke, Bruder. Ich kann nicht mehr, Alter. Mann. So, Digga, was soll ich jetzt machen, Digga? Was soll ich machen? Wo sind die denn überhaupt? Wo soll ich fotografieren? Ach, das... Ach, die sind auf dem Dach! Ja, Digga, dann geh ich doch einfach hier. Es gibt eine Seitentür, durch die das Hotel reinkommst. Ja, super. Egal, ich mach einfach meinen Trick, Bruder. Ich steig jetzt hier aus.
Geht das? Ja, Bruder, ich schwebe einfach. Ach, geil. Ich schwebe einfach. Stark. Ich hoffe, das funktioniert von hier. Boah, was? Ich hoffe... Geht das? Oh mein Gott, da steht geschossene Fotos 0. Nein. Ey. Ja, 1. 2. Ja. Wie erregend. Ach du Scheiße. Begib mich mit dem Film zurück ins Pornostudio. Was ist das denn? 5 Sterne Bullen hier? Hallo? Hä? Warum habe ich 5 Sterne Polizei auf einmal? Hallo? Ach du Scheiße. Ja klar, Bruder. 5 Sterne Polizei. Super. Egal, einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Junge, Junge, Junge. Da oben einfach Gashi-Flugzeug. Jet. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Zieh durch, zieh durch. Junge, 5 Sterne auf einmal auf meinem Hals. Was soll die Scheiße denn hier? Ja, ja, ja. Ganz langsam. Oh Gott, da steht schon die Polizei. Ey, die schießen das Ding runter. Nein, Bruder, bitte nicht. Bitte nicht. Steig aus. Steig aus. Nein! Bruder, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Warum passiert so eine Scheiße heute, Mann? Ey, das kann nicht. Ich hätte einfach nur da reinfliegen müssen. Er schießt es kurz davor ab. Er schießt es kurz davor ab, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist sogar noch mal eine Blutpfütze. Ey, ich fass es nicht, Digga. Ich glaub das nicht. Nochmal, lass mich nicht verarschen. Das Ding ist, ich drück sogar die ganze Zeit Dreieck und der springt nicht aus dem Flugzeug raus. Bruder, hätte ich das einfach vorhin so direkt gemacht. Ey, locker 10 Minuten sind jetzt wieder vergangen, ne? Locker. Ey. Beruhig dich. Ey, ich hätte... Sieg dir, ich hätte einfach landen müssen. Ich hätte einfach landen müssen. Das ist zu krass, oder? Hä, es gibt noch eine Mission hier? Okay. Ja gut, machen wir weiter. Wenn es noch eine Mission gibt. Heiße Lightshow. Ich kann das jetzt nicht schlucken. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie. That's Stevie. How's my star director? Oh man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. Ach du Scheiße, Digga, was geht denn da im Hintergrund ab? Am Ende hat Video wird aber 18 gestellt. All 4 videos will be released by the Bunny. Can you please keep the Anaconda in Bild halten? Costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this. Ja, was passiert da, Alter? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscross with searchlights. Searchlights. I got an idea. Junge, was geht hier ab, Alter? The little sequin numbers and the limos. Oh, premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. Junge, beruhig dich doch mal jetzt, Alter. Ach, geil, der Typ behauptet, er hat die Unterhose an. Begib dich nach Downtown und richte den Scheinwerfer auf das Gebäude aus, okay? Müssen wir jetzt hier... Du brauchst eine schnelle Maschine. Was ist denn hier? Was soll ich denn jetzt hier machen? Hä? Was wollen die jetzt von mir? Bruder, was? Schnelle Maschine, ja, stimmt, das Motorrad. Ah, okay, du musst auf die Gebäudelichter einen Lift über dem Bereus führen. Ja, komm, machen wir einfach, bis gleich. Okay, wir sind da. Und jetzt? Diese Treppe führt zu einem tiefer gelegenen Büro. Okay. Soll ich jetzt mit dem Wagen da hoch, oder was? Ich habe keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach mit dem Motorrad hier hoch. So, okay, hier sind irgendwelche Büros, ja. Ach, ich muss hier rein, okay. Ach, geil. Hallo? Du brauchst ein Motorrad? Ach, ja, muss ich mit dem Motorrad hier reinfahren, oder was? Die denken sich auch, was macht er mit Motorrad hier drin? Ach, geil, Alter. So. Der fährt da einfach mit Motorrad rein. Ich komme nicht klar, ne? Wie das aussieht, einfach mit Motorrad. Und mit Waffe. Was sollen sich die zwei gerade denken? Adieu, ich bin wieder weg. Und tschüss. Und tschüss. Ey, was geht hier ab, Alter? Hier in das tiefer gelegene Büro. Wenn du nochmal auf die Dächer musst. Bring durch das Fenster, um zu starten. Du hast bis 7 Uhr Zeit, mit es hell um ungesehen hinaufzukommen. Die rosa Markierungen zeigen dir, zu welchem Gebäude du als nächstes springen musst. Bruder, was ist das denn jetzt für eine Mission, Alter? Ist das richtig jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Ja, Bruder, ist ja wie bei Fast and Furious 7. Nein, der schafft's nicht. Der dumme... Ey, der dumme...
Warte, was passiert denn jetzt? Muss nochmal alles von neu? Ich muss nochmal alles von neu. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Aber wir haben noch nicht verkackt. Bis 7 Uhr morgens haben wir Zeit. Ey, wir sind nicht tot. Tot, alles klar. Wir sind nicht tot. Weil, wisst ihr warum? Weil ich genau gegen diesen Typen geknallt bin und ernst nochmal die Geschwindigkeit genommen hat, dieser Schwanz. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Bruder, ich check grad gar nichts. Da müssen wir lang, okay. So, jetzt mit Anlauf. Scheißegal. So, Anlauf, nimm Anlauf. Ja. Ja. Jetzt muss das doch klappen, Digga. Wenn das jetzt nicht... Jawohl, wir schaffen das easy. Jetzt schaffen wir es easy. Perfekt. So. Super ernst. Warte mal, ich muss gucken, wo ich jetzt lang muss, Alter. Ja, Bruder, was ist das jetzt hier für eine Kacke, Alter? Ich brauch safe Anlauf. Bremsen, 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 ja. Zack, aber irgendwie ein bisschen kann ich mich sogar noch an diese Mission erinnern. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, 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 ja. Und hoppa. Nein, bremsen! Okay, und jetzt müssen wir da runter. Frage ist halt wie. Wir machen jetzt mal eine Ehrenrunde hier. Zack, whoppa. Und okay, 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 let's go. Nein! Ey, du dummer Bastard, Alter! Ey, ich schwör auf alles, ich krieg die Krise, ne? Ich krieg die, ey, sehen uns gleich wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, der dumme Hundesohn fällt runter. Ey, du... Ey, ich schwör auf alles, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock. Ich brech dieses... Ey, warum ist jedes Finale von jedem GTA einfach so kacke? Oder wenn ich 2 Stunden aufnehme oder irgendwas, Digga. Immer passiert so viel, ne? Ich hab keine Nerven mehr. Ich sag euch so, wie es ist. Ich hab keine Nerven mehr für dieses Spiel. Bruder, Alter. Die letzte Folge war schon der Knüller. Aber was heute hier auch wieder passiert, kannst du echt keinem erzählen, Alter. Du musst hier wieder mit dem scheiß Aufzug hoch. Ach komm, Leute, Alter. Nein. Habt ihr gesehen, der Motorrad ist runtergefallen. Das Motorrad ist einfach runtergefallen. Ey, Bruder, ich fass es nicht. Egal, ich scheiß auf das Motorrad. Ich brauch kein Motorrad. Ich brauch kein Motorrad. Wir machen das. Bruder. Ey, ich hab keinen Nerv mehr, Digga. Ich hab keinen Nerv mehr, Leute. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht schlucken. Okay, wir sind wieder da, Leute. So, jetzt ganz ruhig hier. Ganz ruhig, Ernesto. Ganz ruhig. Ich muss immer jetzt mal ein bisschen Looky-Looky machen. Okay, da müssen wir ein bisschen mehr Schwung hin. Lass mich doch nicht verarschen von diesem Spiel hier, Alter. Wen wollen die verarschen, die Schweine, ey? So, komm, das schaffst du jetzt. Zack. Hoppa. Und dann nochmal hier. Hoppa. Wuhu. Oh mein Gott. Bruder, es geht auch noch weiter. Es geht auch noch weiter, Bruder. Ich will jetzt kein einziges Mal mehr runterfallen. Das reicht mir. Diese Mission hat mir zu viel Nerven gekostet. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Meine Güte, Alter, du dummer Idiot! Fahr, du Idiot! Ey, Bruder, ich krieg hier echt die Krise, ne? Geht's auch hier lang? Aha, okay, gut. Ja, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ja, wo muss ich da hin? Ne, ich mach nicht den Fehler und fliege einfach drauf los. Ja, Bruder, da muss ich ja nach Timbuktu fliegen. Muss ich ja richtig viel Anlauf nehmen. So, warte, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Und okay, 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 das wird nicht reichen. Scheiße, nein, bitte. Ich glaube, das wird nicht reichen. Nein, nein. Ja, nein. Ey. Ey, das darf nicht wahr. Ich muss wieder zurückfahren. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe keinen Bock mehr, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist so ein Dreckspiel, Alter. Ja, jetzt kriegen wir das hin. Aber was war denn der Fehler, würde ich mal gerne wissen, Alter. Jawohl, jetzt musst du das aber schaffen, Digga. Jetzt musst du das schaffen. Ey, nein. Nein. Ja. Ja, er ist geschafft. Bitte. Ey, wie lange geht dieser scheiß Parcours hier noch, Alter? Ich hab keinen Nerv mehr. Ich hab keinen Nerv mehr. Bruder, was soll die Scheiße? Was ist das für eine Drecksmission hier, Alter? Guck jetzt, ich flieg zu weit. Safe. Sprech das ab. Brech das ab, Digga. Wir haben die Stunde eh voll, Digga. Ich brech das ab. Heute kommt nicht das Finale. Leck mich am Arsch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ich hänge hier fest. Ich schwör auf alles. Ich komme nicht mehr weg. Ich hänge hier fest. Das Motorrad hängt fest. Das Motorrad hängt... Ey, Bruder, was ist das? Ey. Und mein Motorrad hängt da oben fest. Ey, Bruder, ich fass es nicht. Ey, wie kann hier so eine Scheiße passieren, Bruder? Was ist das? Das hat doch nichts mehr mit Pech zu tun, Alter. Ey.
Bruder, ich raste gleich aus, ne? Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr, Alter. Leute, es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Er steigt nicht mal mehr drauf. Er steigt nicht mal mehr drauf. Er steigt nicht drauf, bei Gott. Ja, und jetzt brennt das Ding. Letzter Versuch. Letzter Versuch. So, Leute, wir sind wieder angekommen. Wir sind hier wieder angekommen. Ey, ey. Oh, Bruder, ich dachte, der schafft das wieder nicht, ne? Ey, jetzt, das kann nicht wahr sein. Ich will nicht mehr. Das ist so eine Scheißmission, Leute. Ich schwör auf alles, Digga. Das ist so eine Schrott-Kack-Mission. Hier sind wir gerade wieder runtergefallen, ne? Geil, voller Anlauf jetzt. Voller Anlauf, Digga. Flieg, Bruder. Flieg rüber. Flieg rüber. Genau so, ja. Jawohl, das sind ja zum Glück Hindernisse und so. Ja, ja, ja. Okay, brauchen wir richtig viel Anlauf. Ich lass mich nicht nochmal verarschen. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt gemeinsam. Ist mir scheißegal, Digga. So, volle Kanne, Vollspeed, Podolski und gib ihm! Jawohl. Bitte. Ey, wann ist es denn mal vorbei, Digga? Wann ist es mal vorbei? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Muss ich nur einfach Zeit und Ruhe nehmen für die Scheiße hier. Ja. Ey, wie lange geht das denn noch? Wie lange geht das denn noch? Egal, jetzt fliege ich einfach drauf los. Mir scheißegal. Ey! Okay. Super Irrsinnstanz. Oh mein Gott, eine Brücke! Ja, wir haben einen Jackpoint! Wir haben einen Jackpoint, Leute. Wie geil ist das denn? Das heißt, wenn wir hier runterfallen, ist vorbei. Okay. So, jetzt sind wir hier Anlauf. Wenn wir runterfallen, dann können wir von hier starten. So meine ich das. Aber Bruder, es reicht doch langsam. Wirklich, es reicht doch langsam. Bin ich hier Tarzan oder was, der hier die ganze Zeit fliegen muss? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ah, bremsen! Ich glaube, das ist der Letzte. Es muss der Letzte sein. Es muss der Letzte sein. Es muss der Letzte sein. Aber das sieht mir so weit aus. Wie soll ich denn jetzt mit... Aber wir machen Trick 17. Guck mal jetzt, warte. Wir machen den hier. Rückwärts. Ja, jetzt fahren wir quasi um die Ecke. Den hier. Und jetzt so, oder? Das sieht so weit aus. Ja, wie sollen wir das denn jetzt schaffen, Mann? Warte mal, warte mal. Rückwärts, 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 rückwärts. Und... Okay, 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 let's go. Meine Güte, es geht doch weiter, Mann! Es reicht doch, Alter! Was ist das, Freunde? Ich schwöre es euch, was ist das für eine Scheiße, die wir hier machen müssen? Und weiter, ja, und jetzt wieder nach oben. Oder wenn das Motorrad gleich anfängt zu brennen, ich schwöre, dann ist vorbei. Wirklich, dann ist das das Ende von diesem Video. Wenn das Motorrad anfangen sollte zu brennen oder so. Komm, voller Anlauf jetzt hier. Jawohl, jawohl, jawohl. Flieg, Bruder, flieg. Ja, 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 ja. Wir fliegen viel zu weit. Wir fliegen viel zu weit, oder? Ja, ja, genau so, Bruder. Und jetzt? Es geht immer noch. Ach, guck mal hier. Was ist das denn für eine Scheiße? Haben wir es geschafft? Jetzt kommt noch ein Jackpoint. Bruder, was ist das für eine Drecksmission, Mann? Ja, am Ende war die gar nicht notwendig. Ne, ich sehe schon, komm, Digga. Am Ende war diese Mission gar nicht notwendig. Hä? Was wollen die von mir? Was soll ich jetzt... Ach, diese Scheinwerfer anmachen, ne? Ach, diese Scheinwerfer. Ey, Gott, wofür brauchen die den? Wofür brauchen die diesen Scheinwerfer? Für die Pornos? Damit die Licht haben in dem Zimmer, oder was? Ach, geil, Digga. Das Zeichen des Teufels. Sucks steht da einfach drauf. Ah, das sind ihre Tittis, Digga. Ich dachte schon, was ist das? Ja! Wir haben es geschafft. Filmstudio in Betrieb. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war die letzte Mission von dem Filmstudio hier. Let's go. Ja, let's go. Wir haben es geschafft, Digga. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, ich glaube, jetzt können wir mal zur Druckerei fahren, Leute. Weil da geht's, glaube ich, jetzt als nächstes weiter. Ja, da haben wir auch noch Missionen bei der Druckerei. Okay, da fahren wir als nächstes hin, Leute. Bis gleich. Ah, Telefon wieder. Tommy. Paolo, yeah? Bitte sag die Mission. Hauptmission ist... What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate. But you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I could get a part in one of your... Ach, Gott, der will Pornostar werden. Stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Porno Paul, Alter. Don't forget about me. That's all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Oh Gott, okay. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt 6 Geschäfte, die wir zum Laufen gebracht haben. Ich glaube, wir haben jetzt 5 oder 4. So, und jetzt kommen hier die Taxi- oder Druckereimission. Der Singvogel. Ja, es wird ein dickes 2-Stunden-Special, glaube ich, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier wieder abgeht, Alter. Wo bin ich jetzt hier? Der Singvogel. Ich hoffe, wir haben jetzt Mr. keinen Pech Mercedes? Bei diesen Missionen. Mr. Mercedes, hey. Wir haben die alte Druckerei gekauft. Yeah, mein Vater hat das in Dingern gearbeitet.
I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Ich kenne einen, der kennt sich mit Gerüchten aus. Okay. So. Du kannst diesen Kaufmann-Taxi nehmen, statt selbst zu fahren. Das kostet dich $9. Ja, korrekt. Normal. Warum geht das jetzt auf einmal? Kennt Paul im Malibu-Club? Okay. Ja, warum geht das denn nicht bei jeder Mission, hä? Ah, nehmen wir erstmal das Geld locker. Guck mal, hier $10,000 wieder hier. Der Malibu-Club bringt so viel Kohle ein, Digga. Das ist der Wahnsinn, Alter. Guck mal hier, Ken Paul, der Schlawiner. Der klärt sich wieder eine hier und ist dabei am Trommeln hier und alles. Eieieiei, Ken Paul, der alte Schlawiner. Du weißt, was dir geht. Ey. Was weißt du über Geldfälscherei? Alles Bestes. Oh, Polizeigriff. Ist ja gut, sehr gut. Bist du schwer beschäftigt? Über Falsch geht, weiß ich nur, dass die Triaden die Platten... Oh, jetzt kommen wieder an diese Triaden, Leute. Die Triaden sind wieder am Start. Reederei, unten bei den Docks. Der Boss weiß, wenn die nächsten Platten reinkommen. Okay. Danke, Paul. Okay. Was ist bloß mit dir, du Wahnsinniger? Gib mir noch einen Drink, Cop. Der kennt Paul, Alter. Bei San Andreas auch schon mit seinem Akzent. Oh, shit, the fucking shit guy. The British accent, Melly. Begib dich zum Schiff der Charität, Libertät bei den Docks. Bleib mal stehen, Digga. Gönn mir mal den Wagen hier. Easy. Okay, bis gleich. So, wir sind da, Freunde. Hä? Wer schießt denn da? Man hat dich bemerkt? Ach so. Ja, geil, Digga. Man muss hier unbemerkt bleiben. Ja, wo soll ich das denn wissen? Geil. So, schieß, schieß, schieß. Tak, tak, tak. Ja, haben wir auch. Wer schießt jetzt? Ach, geil. Zwei Sterne Polizei. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Geht's hier rein? Nee. Zentra, Zentra, Weißport, Passport. Zentra, Zentra, Weißport, Passport. So, hoch hier. Da ist einer. Wo sind die denn alle? Ey. Ey! Okay, let's go. Boah, Leute, ich krieg die Krise, Alter. Ich krieg die Krise. Nicht ins Gesicht. Ja, das kann man auch falsch verstehen. Der hat den, glaube ich, das Ding ins Gesicht gehalten, Freunde. Begib dich mit Informationen zurück in die Druckerei. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Aha. Zack. Zentra, Zentra, Weißport, Passport. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 13 Leben. Freitag der 13. ist heute. Ach, geil, Digga. Nein. Digga. Oh, das ist am Food. Die hat wieder Hunger. Nein, ein Leben. Ich hab ein Leben. Ich hab ein Leben. Ich hab ein Leben. Ich hab ein Leben. Ich habe gesehen, dass da eine Panzerrüstung war, Leute. Aber ich dachte mir, komm, bevor wieder Leute sagen, ah, hier, Panzerrüstung, du kannst nur damit schaffen. Ich wollte es euch beweisen, dass ich es ohne kann. Und ich schaff's nicht ohne. Ich schaff's einfach nicht ohne, Digga. Ich bin lost. Ich kann nicht mehr. Ey, das passt es nicht. Mir ist scheißegal, Digga. Ich renne da jetzt einfach hoch. Ich mache jetzt... Jetzt mache ich... keine Ausnahme mehr. Ey. Ey, ey. Ich nehme jetzt diese scheiß Panzerrüstung. Nimm die Panzerrüstung, ja. Boah, diese Panzerrüstung, die ist so gut. Die tut so gut, Alter. Oh mein Gott, das Ding dreht sich wie 3D, als wäre es 3D. Guckt euch an. Oh, geil. Oh, das ist am Food. Boah, die mit ihrem scheiß Food, Digga. Ich krieg immer Hunger wegen der, ne? Ja, geh doch noch langsamer. Da oben ist jemand, du blinde Kuh, Alter. Du blinder Sibi, Alter.
Zentren, Zentren, Zentren. Ey, er schießt auf den... Ich schaff's nicht mal ohne... Ey, ey Leute, ich hab keine Lust mehr, Digga. Ich hab keine Lust mehr, Digga. Ich hänge hier schon seit 2 Stunden. Die Aufnahme geht 2 Stunden 15 Minuten. Ja, wundert euch nicht, warum kein Livestream kommt. Wer schießt denn da? Irgendwas schießt da. Ah, da. Digga, was ist hier los auf diesem Dreckschiff, Alter? Ich hab wieder 18 Leben, nur noch 7 Leben. Ey. Ja. Bitte. Bitte. Gib ihr doch Leben. Leben. Alter, ist am Flug. Ey, Leute, ich verzweifle. Guck mal, ey, wie die auch noch im Headglitch sind, diese Schweine, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. Ey. Guck mal, wie radikal asozial die sind. Die laufen einfach komplett hoch. Ey, wieder 18 Leben. Ich schwör auf alles. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ey, das ist unmöglich, diese Mission. Kann man nicht schaffen. Sag euch so, wie es ist, kann man nicht schaffen, ne? Guck mal, die sind so radikal. Die sind so verdammt radikal. Wieder 007 Leben. Okay, wieder 7. Ey, wenn ich das mit 7 Leben schaffe. 7 Leben. Nenn mich Krösus. Ich mache jetzt eine ganz andere Option. Ihr werdet jetzt selber sehen, Leute. Ich mache jetzt was ganz anderes. Und zwar mache ich jetzt einfach den hier. Scheißegal, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Digga, es funktioniert einfach. Ich fasse es nicht. Es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, Leute. Es funktioniert einfach. Ey. Ich bin die ganze Zeit am Verzweifeln an dieser Mission und ich muss einfach nur Trick 17 machen. Bruder, es kann nicht wahr sein. Ich schwör auf alles. Ey, ihr wisst nicht, wie erleichternd das jetzt gerade ist, diese Mission abgeschlossen zu haben. Ne, sag ich euch so, wie es ist, Leute. Ihr wisst es nicht. Es kann nicht wahr sein, Alter. Also wirklich, das war die Hölle. Das war die Hölle. Ja, es geht noch weiter, ne? Geht noch weiter oder ist das nur eine Mission gewesen bei der Scheiß? Ah, es geht weiter. Jawohl, es geht weiter. Super. Jawohl. Ja, geil. Habe ich richtig Bock drauf, Alter. Ja, draußen scheint die Sonne und bei mir scheint die aus dem Arsch. Der Kurier. Hey, da haben wir ja Lance, der kleine Schwanz. We may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Hört sich ja nach einer super Mission an. Ich zieh durch, Digga. Ein Mann, ein Wort. Das wird das Finale. Ich zieh durch bis zum Ende. Ist mir scheißegal. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody cool? Oh Gott, das kann was werden, Digga. Der Kurier mit dem Druckplatten kommt jeden Moment in einem Helikopter an den Docks an. Okay. Und was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Wo soll ich hin? Okay. Ne, fahren da jetzt hin, Leute. Ah, was geht denn jetzt ab hier? Ey, wer sind denn die Bitches jetzt hier? Ey, was geht denn jetzt ab? Alter! Ey, was geht hier auf einmal ab? Ey, mein Leben, mein Leben. Soll ich den töten? Ich weiß es nicht, Digga. Ich habe keine Ahnung. Schieß einfach mal drauf. Ist mir scheißegal. Hol dir die Platten. Ey, Gott, Digga. Die ist ins Wasser gesprungen. Springt einfach ins Wasser und Mission fehlgeschlagen. Bruder, was soll heute noch passieren? Was soll heute noch passieren? Kommt gleich der Eiswagen vom Himmel gefallen? Bruder, ich verzweifle hier gerade. Ich schwör auf alles. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Digga. Digga, woher kommen die ganzen Frauen hier auf einmal her, Alter? Wahnsinn, was geht hier ab? Für eine Scheiße. Schieß die ganzen Autos kaputt, bitte. Schieß sie kaputt. Schieß. Komm, explodieren die Scheißdinger nicht. Warum explodieren die nicht? Genau so. Da ist der Kurier.
zack, zack. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hol dir den scheiß Koffer. Hol dir diesen verdammten Dreckskoffer. Bring sie zur Druckerei. Jetzt fahre ich sogar mit dem Helikopter, fahre ich jetzt selber. Verpisst euch, ihr scheiß Bullen, Alter. Wenn die den jetzt kaputt schießen, ne? Dann ist aber was los. Jawoll, Junge, Alter. Meine. Nein. Schlag euch den Bildschirm ein, Alter. Jetzt haut die noch ab mit dem Wagen, Alter. Ich fass es nicht, ey. Jetzt haut die noch ab mit dem Wagen. Der Kurier haut ab mit dem Wagen. Ja, 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 genau so. Bumm. Bumm. Mach doch bumm. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Bitte. Ja, ja, ja. Jetzt fahr diesen Dreckswagen weg, Alter. Ey, das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich bin am Verzweifeln. Ich schwör auf alles. Ich bin am Verzweifeln. Also, ich hatte noch nie so einen Frust gehabt. Bei keiner GTA-Folge, glaube ich, seit langem. Also, das heute ist Maximum. Endlich, endlich. Verpiss dich, Alter. Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, Alter. Druckerei im Betrieb, ja. Ey, bitte kommt jetzt der Anruf zum Finale, Alter. Bitte. 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 Ey, mein Herz, Digga, bitte ruf an, irgendjemand soll anrufen, bitte ruf jemand an, speichern, ruf an, bitte, bitte ruf an, Anruf, Anruf, bitte Anruf, Anruf. Es kommt kein Anruf. Es kommt kein Anruf, Digga. Ich brauche 6 Sachen in Betrieb und ich habe, glaube ich, nur 5, Digga. Ah, oh, bitte, Heide, Bismillah, bitte. Tommy, I had Sonny on the phone, okay, are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Nein, immer noch nicht, Digga. Immer noch nicht. Wir müssen noch irgendwas machen, Digga. Irgendwas müssen wir noch im Betrieb haben. Aber wir haben Taxi 1, wir haben Filmstudio 2, Malibu 3, hier 4, das haben wir noch nicht zum Laufen gebracht, diese Bootswerft, da fahre ich jetzt mal hin, Digga. Und wie bringt man diese Bootswerft zum Laufen? Wie bringt man die zum Laufen, Chat? Kann mir das jemand sagen? Wie kriege ich jetzt hier Geld? Hier ist doch keine Mission. Bruder, ich fass es nicht, Alter. Wie, muss ich vielleicht hier am Boot irgendwas machen oder so? Aha, okay. Wirklich. Ah, Checkpoint Charlie. Oh mein Gott, ist das jetzt die Mission? Okay, machen das eben, Leute. Bis gleich. Bitte. Ich hoffe, es funktioniert, Alter. Hey, wir haben es geschafft. Unter der Zeit. Wuhu. Und was gibt's hier? Ja! Oh mein Gott, es war nur die eine Mission. Jetzt haben wir Safe 6 in Betrieb. Jetzt muss es funktionieren. Es muss jetzt der Anruf kommen, Leute. Der Anruf muss kommen, sage ich euch, so wie es ist, Leute. Das kann nicht sein. Jetzt muss er kommen, Leute. Jetzt muss er kommen. Ja, wie komme ich hier wieder raus, Digga? Der Anruf muss jetzt kommen, Leute. Ich sage euch, so wie es ist, Digga. Jetzt muss er kommen. Da ist er. Ja. Hey, oh, Tommy. We got a situation over at Friendswood. Ja. You better go and check it out. Ja. Things are messed up. I gotta go. Ja. Jetzt, das muss das Finale sein, Leute. Let's go. Okay, wir sind da. Wir sind da. Der Eintreiber. Oh. Okay, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Forello's money. Oh, Forello, die Forelle, Alter. Forelli? Forelli, oh mein Gott, das ist funny, Forelli. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Ich mach ihn 2 Köpfe kürzer. Ja, einmal den Eichelkopf und einmal seinen richtigen Kopf. Die Mafia treibt Schutzgeld bei deinen Geschäften ein. Finde und erledige sie. Ach, ja, super. Hab ich jetzt richtig Bock drauf, Alter. Ist, glaube ich, das Finale, oder? So, finde und erledige sie, ja. Warum ist hier kein Auto für mich an der Mission? So, wo ist jetzt hier die Mafia? Wer ist Mafia? Aha, da sind sie doch. Schieß doch. Schieß doch. Ey, ich hab doch gerade meine Waffe ausgewählt. Er schießt einfach nicht.
Warum schießt er auf den Passanten, du Vollidiot? Warum? Ach, geil, Alter. Es kommen weitere. Jawoll, Digga. Nein. Ach, Bruder, ich hab keinen Bock mehr. Warum scheint die Drecksonne so? Es ist Anfang Januar. Wir sind angekommen. Überfahr diesen Wichser. Ja, klar. Ja, was ist denn jetzt passiert? Schieß doch! Ey, Tommy, du bist so ein dummer Vollidiot, Alter. Ja, ich pack mir jetzt einfach deren Wagen hier und tschüss. So, jetzt kann mich keiner verhaften, keine Polizei da. So, jetzt muss ich zum nächsten Ort. So, da sind sie doch. Oha, die haben einen Unfall gebaut. Hier, bitteschön. Ey, ey. Schieß. Warum triff ich den nicht? Jawohl, Junge, perfekt. Der Eintreiber, es kommen weitere. Komm, weiter, weiter. Ja, komm, Junge, Tommy ist am Start. Da kommen die Nächsten. Guck mal hier, wie ich auf sie warten werde. Ja, oh mein Gott, sie sind so schnell. Sie sind so schnell. Ja, wie fahren die das Slalom-Zickzack, Alter? Aber na, Zickzack. Ah, ja klar, bei mir ist wieder ein Schwanz vor mir. Guck mal. Ey, und er trifft die nicht, Alter. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, Alter. Ey, wie kann das? Schieß doch nach vorne, du Idiot! Ey. Bruder, Alter, ich krieg die Krise. Hätte ich mal lieber ein Auto genommen. Ah. Ja, klar, und das andere Auto checkt mich hier weg. Ja, klar. Das andere Auto checkt mich weg. Jawohl, jetzt überfährt die anderen auch noch. Endlich mal eine korrekte Aktion in diesem Spiel. Mission erfüllt, $30.000. War das jetzt das Finale, oder was? Auf jeden Fall war das das Finale, Alter. Der Eintreiber. Ach, komm. Ja, komm, Alter. Wer seid ihr Schwänze? Ihr kleinen Schwänze! Wer seid ihr, Mann? Opferkinder, Digga. Ich schwör's dir, ey. Anruf, Digga. Ja, Anruf. Oh mein Gott, Anruf. Die stecken in der Patsche. Wir brauchen Apache. Wir stecken in der Patsche. Du musst patschen. Wir stecken in der Patsche. Wir brauchen Apache. So. Wir sind angekommen in Vecettis Anwesen fürs große Finale. Freunde und andere Feinde. Tommy, oh, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from die italienischen up there Brüder kommen. Some die italienischen Brüder I kommen. Shut up, Hilfe! Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta jetzt make this auch noch hier, Digga. Ich schwör auf meine Mutter. Jetzt kommt da der Postbote. Oh, Leute, der Postbote auch noch, Digga. Alter, heute, ey, Bruder, ich bin heute wirklich eine kurze Zündschnur. Es muss nur irgendwas passieren. Es muss nur ein Vogel hier vorbeifliegen, Bruder. Ich krieg Aggression wegen diesem Spiel, Alter. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Lance, du brauchst eine dicke Schwanz. Boah, Bruder, was ist heute alles passiert, ne? Also wirklich, das ist ein Finale. Das geht wieder in die Geschichte ein. Oh mein Gott, die glorreichen drei! Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They knew Tommy, I was coming, sonny. Tommy, watch your tone. Der ist einfach aus wie Sinan G, Alter. Me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Lance. Isn't that right, Lance? Der dreckige Sorry, Verräter. Tommy, this is Vice City. This is business. Du dreckiger Verräter, Alter. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake Wahnsinn, cash, ne? Save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Was jetzt? Die Mafia will dein Geld stehlen. Verteidige den Safe.
Okay, und jetzt? Wo soll ich safe verteidigen? Okay. Okay, komm, baller, Bruder. Baller, baller, baller. Baller, baller, baller. Ja, und jetzt? Was schießt denn da oben? Ja, kommt alle nacheinander eingelaufen, eingelaufen. Ich mach euch alle platt, Digga. Soll ich raus? Oder eher nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Soll ich raus oder nicht? Safe hinter mir auch noch. Ach, geil. Ach, geil. Ja, super. Wäre ich mal lieber nicht rausgegangen, hätte einfach auf alle gewartet. Ich muss aufpassen, 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 aufpassen. Bruder, das sind ein bisschen viele gerade. Das sind ein bisschen viele sind es gerade hier. Aufpassen, aufpassen. Diese scheiß Garage hier, Alter. Ey, warte mal, ich muss doch zum Safe. Ich muss rein, ich klaue mein Geld. Hallo. Ihr Hunde. Oha, was geht denn da ab? Schieß, schieß, Bruder. Schieß. Alter, oh, da ist Lenz. Ich hab ihn doch getroffen. Ledige Lenz, den Verräter. Ich hab ihn doch. Der schickt wieder irgendwelche Leute vor, ne, der Sibi. Lenz ist doch so ein Sibi-Kopf. Jawohl. Come here, you double-crossing piece of shit. Your history, Tommy. History. Ey, wo ist der denn hin so schnell? Oha. Junge, duck dich mal, Bruder. Warte. Ey, was schluckt er denn? Oh mein Gott. Bruder. Was schluckt er denn? Jawohl, wichtig. Lance, dieser Schlawiner. Und jetzt, was soll ich machen? Muss wieder in die Villa rein, oder? Oha, ist wieder dick leben, korrekt. Muss wieder in die Villa rein. Die Hunde klauen mein Geld. Was ist mein Geld? Du Kelp! Ja klar, guck mal, Finale können wir wieder easy durchspazieren, als wäre nichts, ne? Da ist wieder alles easy, ne? Aber bei den Folgen davor... Oh mein Gott, der Big Boss ist da! Big Boss! Big Cock! Guck mal, ich hab wieder volles Leben, Digga. Das kann doch nicht sein. Erledige Sonny, um die Sache ein für alle Mal zu erledigen. Sonny, Alter. Sonny Mafiosi oder wie hieß der nochmal? Miracoli. Ach, keine Ahnung, Alter. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? Guck mal, da unten die Pizzakartons. Seht ihr die? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what? Ja, wo ist der Anzug ruiniert? Da ist doch alles noch dran, Alter. Was labern die da? Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I'd be in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my schmuck. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Ja. Ich glaube, wir haben es durch, Leute. Das, ey, ich kann es nicht fassen, Alter. Lance, dieser dreckige Verräter, dem haben wir es gezeigt. Und Tommy Vercetti hat Y-City wieder zurückerobert, Freunde. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade richtig erleichtert, Digga, weil es war so schwierig. Es war so schwer. Ey, was war das für ein Finale? Ich nehme hier seit 3,5 Stunden auf und habe davor noch das ganze Geld eingetrieben. Also das Finale hat mich, ungelogen, 6 Stunden Minimum an Zeit gekostet. Einfach das Finale. 6 verdammte Stunden. Und deswegen, Freunde, ja, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Rockstar North Producer Leslie Benzies, Art Director. Freunde, lasst einen dicken Daumen nach oben da für dieses Finale.
Ich bin wirklich erleichtert, dass wir es geschafft haben, Digga. Was für Missionen waren das heute? Ich sag nur 30 cm. Johnny Sins, lass einen dicken Daumen nach oben da. Morgen am Freitag wird es einen Tag Pause geben und am Wochenende werden wir gemeinsam reinstarten mit dem letzten GTA-Teil dieser Trilogie, und zwar GTA 3. Das werden wir nochmal zocken und danach wird es reingehen in Uncharted. Es wird noch Fortnite-Videos kommen. Deswegen, Freunde, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Und Tommy Vercetti verabschiedet sich mit den drei Limousinen aus Vice City. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich auch, Freunde. Danke für euren Support. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denkt an meinen Twitch- und Instagram-Kanal auszuchecken. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde ist raus, Freunde. Haut rein und ciao. Amen, na, Digga. Jetzt kommt wieder ein Telefon, Alter. Tommy, it's Paolo. How are you? Right, mate. Anyway, thought I had to drop you a line. Oh, my good lord, my son. You would not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something just down in Little Havana, mate. So the name was Mercedes or something. Oh, my God, mate. You've got to check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had, and all. Keep your potato skin fluffy, seeing ya. Ja, mit den Worten verabschieden wir uns. Die kann die Tinte rauslutschen.